Hallo, ich habe die Ehre, dir heute Bitcoin Step vorstellen zu können. Bitcoin Step ist ein sehr neues System, würde ich einmal sagen. Im deutschsprachigen Raum habe ich noch keine Informationen dazu erhalten und daher möchte ich dir einen Überblick verschaffen und wir starten gleich los. Hier die Highlights kurz zusammengefasst. 100% aller Zahlungen werden wieder innerhalb des Systems ausgeschüttet. Das heißt, dass wirklich alles das, was bezahlt wird, wieder zu 100% bei irgendeinem Partner landet und dort eben als Eingang auf seinem Projekt oder bei ihm im Account oder im Backoffice verbucht werden. 100% des Bonus der ersten Ebene geht an den Empfehlungsgeber. Das heißt, diese direkten Partner, die ich in das System hineinbringe oder die ich empfehle, zahlen quasi eben dieses Zertifikat. Also das ist die erste Zahlung, die man tätigen muss, und die bekomme ich 100% als Spende. Ebenso gilt das dann eben für die zweite und dritte und vierte Ebene. Und zusätzlich gibt es dann eben noch ein Matrix-System, das unabhängig davon ist, ob ich jemanden in das System hineingebracht habe oder nicht. Dieses Matrix-System wird automatisch angefüllt. Auszahlungen sind natürlich auch jederzeit möglich. Und ja, machen wir gleich einmal weiter. Ein Überblick jetzt über diese Verdienstmöglichkeiten. Es gibt eben, grob gesagt, dieses Ebenenbonus, wird im System MyLine genannt, und es ist eben dieser Zertifikatkauf. Ich brauche die Zertifikate, um mich in der Matrix positionieren zu können. Also es sind zwar zwei Systeme jetzt, aber sie bedingen untereinander. In der ersten Ebene ist es eben das Zertifikat mit 0,01 Bitcoin, das einfach gleichzeitig meine geringste Einstiegshürde darstellt. Die zweite Ebene dann 0,1, 0,3 und 2 Bitcoin, wobei ich diese Zahlungen dann schon aus meinen Verdiensten heraus tätigen kann. Die Matrix wiederum, die füllt sich automatisch, und hierzu habe ich als erster die Einzahlung von 0,05 Bitcoin. Verdienstmöglichkeiten sieht man dann hier hinten. Wir starten jetzt gleich mit der ersten Linie bzw. mit dem Start in das System. Neue Partner brauchen, um sich in der Matrix positionieren zu können, eben ein Zertifikat. Dieses erste Zertifikat bekommen sie über eine Spende an den direkten Empfehlungsgeber mit 0,01 Bitcoin. Damit können Sie starten und zum Beispiel weitere 5 Partner bringen, die ebenfalls die erste Spende in der Höhe von 0,01 Bitcoin tätigen. Daraus ergibt sich die Rechnung: 5 mal 0,01 Bitcoin ist 0,05 Bitcoin. Diese Zahl merken wir uns jetzt mal. Und wir gehen jetzt weiter in die Linie. Habe ich jetzt zum Beispiel aktive Partner unter mir? Und ich habe 5 Partner selbst in das System gebracht, und die bringen auch jeweils 5 neue Partner in das System hinein. Dann ergibt sich die Rechnung: 5 mal 5 sind 25 Partner, mal die 0,1 Bitcoin jetzt würden 2,5 Bitcoin ergeben. Allerdings ist es eben so, dass das System jede zehnte Zahlung automatisch wieder in die Upline weitergibt. Und somit ergibt sich eben die Rechnung, dass 0,2 Bitcoin quasi als Reinvestment in dem System landen, was aber natürlich auch positiv ist, weil ich dann auch aus der Tiefe diese Zahlungen selbst erhalten werde. Die dritte Linie schaut dann eben gleich aus. Das sind eben diese Partner, die in der dritten Ebene unter mir sind, also von meinen direkten Partnern ausgehend. Und wenn ich jetzt niemanden in das System hineinbringe, dann habe ich natürlich auch keine direkten Partner und somit auch keine indirekten Partner. Also es ist ein System, das sehr wohl diese aktiven Partner unterstützt und belohnt. Und
wie wir als quasi passive Partner auch was verdienen können in dem System, zu dem kommen wir gleich über die Matrix. Ganz kurz, wenn wir jetzt wieder weiterhin mit diesen fünf Partnern ausgehen, also fünf Partner und jeder macht es im Weiteren mit fünf Partner, dann hätten wir in der dritten Ebene 125 Partner bereits und daraus würde sich ein Profit ergeben von 33,9 Bitcoin. In der vierten Ebene wären es dann eben insgesamt 625 Partner und wenn diese in der vierten Ebene eben sich in der Matrix positionieren möchten, dann würde das 563 mal 2 Bitcoin bedeuten, da 62 Bitcoin oder 62 Zahlungen eben an die Upline als Reinvestment ausgeschüttet werden. Hier ist es noch einmal grafisch dargestellt. 9 Zahlungen bekomme ich, die 10. Zahlung geht dann eben weiter. Das wäre jetzt meine direkten Partner, die ich in das System bringe. Ich kann natürlich auch 20 oder 30 Partner direkt in das System reinbringen, was natürlich auch weiterhin diese Zahlungen dann in der zweiten und in der dritten Ebene quasi auch erhöhen werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass direkte Partner auch weitere Partner in das System bringen, ist einfach viel größer, je mehr ich direkte Partner habe. So, jetzt kommen wir zu dem Matrix-System. Das Matrix-System ist eben die zweite Verdienstmöglichkeit neben den direkten Partnern, die ich in das System hineinbringen kann. Um mich in der Matrix zu positionieren, brauche ich eine Spende von 0,05 Bitcoin. Also um jetzt zu starten, eben die 0,01 für die Lizenz oder das Zertifikat, damit ich überhaupt in die Matrix hinein kann und in die Matrix selber positioniere ich mich mit 0,05 Bitcoin. Also habe ich ein Investment von ungefähr 0,06 Bitcoin, was umgerechnet ca. 42 Euro sind und ist trotzdem ein sehr, sehr geringes Einstiegskapital, um in einem System dabei sein zu können und sollte für niemanden ein Problem darstellen. Die Matrix wird eben von oben nach unten gefüllt, wenngleich natürlich die direkten Partner weitere direkte Partner in das System bringen und diese natürlich unter ihm eingefügt werden. Also ich habe hier einen direkten Partner und hier einen direkten Partner zum Beispiel oder er kann natürlich auch quasi über Spillover in das System hineinkommen und wenn dieser Partner jetzt ihr einen wirbt und dieser Partner auch gleich wieder zwei neue und diese zwei auch gleich wieder jeweils zwei neue, dann habe ich hier in der vierten Ebene quasi als erster meine vier Partner drinnen. In der Grafik ist es jetzt auch so ausgeführt, dass hier zum Beispiel die Nummer 1 ist und dann Nummer 2 und Nummer 3. Und sobald eben diese vierte Ebene gefüllt wird, erhalte ich die Zahlungen von 0,05 Bitcoin. Steht eben hier, Auszahlungen erfolgen immer, sobald Partner in der vierten Ebene, dritte Ebene, ist jetzt in Klammer gesetzt, weil das werden wir jetzt nachher sehen, warum wir auch in der dritten Ebene Zahlungen bekommen. Aber in dieser Matrix bekommen wir in der vierten Ebene Zahlungen, wenn eben Partner dort in diese Positionen hineingesetzt werden. Die 16. Position ist dann automatisch mein Reinvestment für diese 1er Matrix, damit ich automatisch wieder von oben anfange und wieder diese Matrix fülle und somit wieder die Möglichkeit habe, diese 0,75 Bitcoin zu erhalten. Wir machen das jetzt relativ rasch, denn zweite Ebene, also die zweite Matrix ist eine Dreier Matrix, also drei Ebenen und also keine Dreier Matrix, sondern eine Matrix mit drei Ebenen und hier habe ich dann eben 7 Positionen, die in der dritten Ebene auszahlen und die 8. Position ist wieder das Reinvestment, damit ich quasi wieder die in dieser zweiten Matrix eine Position finde. Die dritte Matrix eben mit einem Investment von 2 Bitcoin und wieder 7. 7 mal 2 ist 14 Bitcoin. Also das ist schon eine ganze Hausnummer, wenn man sagt 14 Bitcoin erhalte ich aus der dritten Matrix
und das dann immer wiederkehrend. Und die vierte Matrix ist eben eine Vier-Ebenen-Matrix wiederum, und hier habe ich wieder 15 Auszahlungen plus die 16. als Reinvestment. So, hier haben wir jetzt die Zusammenfassung, wo man das jetzt vielleicht nebeneinander und untereinander gut sieht und gut erklären kann, was passiert jetzt wirklich, was muss ich machen, und damit man einen Überblick erhält, was, wie das System aufgebaut ist und wie es funktioniert. Wie gesagt, Einstieg 0,01 Bitcoin, damit ich das Zertifikat bekomme und meinen Referenzlink, damit ich eben weitere Partner eben auch in das System empfehlen kann. Bringe ich 5 direkte Partner, erhalte ich 5 mal 0,1 Bitcoin, und das würde genügen, um mich hier in der ersten Matrix positionieren zu können. Ich kann natürlich aber auch hergehen und diese 0,5, 0,05 und 0,01 Bitcoin auf einmal einzahlen, dann sind es eben 0,06 Bitcoin. Brauche ich keinen direkten Partner bringen, was natürlich Sinn macht, wenn ich es mache, aber ist nicht notwendig, und ich kann mich trotzdem schon in dieser Matrix an oberster Position hier positionieren. Weitere Partner, entweder von mir oder eben Spillover von der Upline, kommen dann in dieses System hinein. Ist die vierte Ebene voll, 16 neue Partner drinnen, dann habe ich einen Profit gemacht von 0,8 Bitcoin, das sind eben 16 mal 0,05 Bitcoin, also die 0,8 Bitcoin, abzüglich 0,1 Bitcoin, damit ich eben das Zertifikat für die zweite Matrix kaufen kann, abzüglich 0,4 Bitcoin, damit ich mich eben in dieser zweiten Matrix positionieren kann, abzüglich der 0,05 Bitcoin, damit ich mich in der ersten Matrix wieder positionieren kann, bleibt mir ein Profit übrig von 0,25 Bitcoin. Wenn diese Matrix wieder durchgelaufen ist, erhalte ich wieder diese 0,25 Bitcoin. Und natürlich bleiben mir dann auch diese 0,4 Bitcoin übrig, weil ich brauche hier diese Matrix nicht mehr investieren. In dieser zweiten Matrix schaut es dann eben so aus, dass man 3,2 Bitcoin erhalten kann. Das sind eben 8 Leute mal 0,4, also 8 mal 0,4 ist 3,2 Bitcoin. Abzüglich 0,3 Bitcoin, die ich für das dritte Zertifikat brauche, abzüglich 2 Bitcoin, die ich brauche, um mich in der dritten Matrix zu positionieren, abzüglich 0,4 Bitcoin, damit ich hier ein Reinvestment machen kann und mich wiederum in dieser zweiten Matrix positionieren kann. In der dritten Stufe oder in der dritten Matrix schaut es dann eben ähnlich aus. Das sind wieder 16 Bitcoin, also 8 mal 2 Bitcoin. Die 2 Bitcoin gehen wieder für das Zertifikat in der vierten Ebene oder in der vierten, für die vierte Matrix werden investiert dort. Dann habe ich 5 Bitcoin für die Positionierung in der vierten Matrix und 2 Bitcoin für das Reinvestment hier in der dritten Matrix. Bleiben aber immerhin noch immer 7 Bitcoin übrig. Ja, damit kann man schon ein bisschen was machen. Und wir gehen auch davon aus, dass der Bitcoin-Kurs noch weiter steigt, und sind 7 mal 700 sind auch schon 4.900 Euro. Ich denke, die vierte Matrix dürfte jetzt allen klar sein, und gehen wir gleich weiter. Hier haben wir das jetzt Bitcoin-Step-mäßig aufgezeichnet. Wahrscheinlich kommt hier von der Name, dass man das eben stufenweise machen kann, und ich kann natürlich auch jederzeit vorinvestieren in diese Stufe. Ich würde es nicht empfehlen, also außer diese 0,06 Bitcoin für die erste Stufe und die erste Matrix, und dann eben weitere Investments dann tätigen, wenn sie
das System, oder wenn das System das genügend ausgezahlt hat, dass ich mir das eigentlich von diesem Standpunkt aus leisten kann. Ich mache eben das Zertifikat, die zweite Matrix, das Zertifikat, die zweite Matrix, also die erste Matrix, die zweite Matrix, die dritte Matrix und die vierte Matrix mit den Zertifikaten inzwischen. Ja, das war ein kurzer Überblick. Ich hoffe, verständlich und einigermaßen deutlich. Im nächsten Video möchte ich dann einen Live-Einstieg machen in das Backoffice und auch einen Account anlegen. Danke für die Aufmerksamkeit.